Was denkst du, ob das allzu schwer wird? Das schwer, das. Der Anfangstag wird halt schwer. Okay. Aber richtig timen, Alter. Dann. Ja, dann schaffen wir das. Der erste Tag wird halt schwer, weil wir uns halt nicht heilen können. Ja, klar. Ach, wie easy durch. Ja, passt. Komm, scheiß drauf, gib ihm. Also, machen wir fertig. Was lock. Oh, das wird schon. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich spiele aber eher Golden AK für den Zeitpunkt jetzt. Ja, ich auch. Weil mit der Chicago Type Rider Submachine Gun weiß ich noch nicht so richtig. Du ausprobieren. Ich habe die halt noch nie ausprobiert. Mit Golden AK habe ich wenigstens schon ein paar Runden gemacht. War eigentlich das Messer egal? Stand da. Also stand halt nur, dass wir diese beiden Waffen nehmen sollen. Der Rest ist, glaube ich, sogar egal. Okay. Ist, glaube ich, obligatorisch demjenigen überlassen, wer das halt macht. Jetzt können wir schon mal für Deathwish-Sprung. Wir müssen jetzt beim Auto bleiben. Ich sehe schon mal. Wobei. Oh, wir sind langsamer unterwegs, desto weniger Schaden bekommen wir ja gerade. Ja. Total. Ey, das ist echt eine saukrasse Umgewöhnung, wenn du vorher alles so geskillt hast, dass du halt wirklich durchpushen kannst ohne Ende und jetzt einfach so. Komm jetzt. Boah, die Golden AK. Golden AK ist richtig OP, oder? Ja. Aber die ist ja für Overkill nix, also halt für Deathwish nicht. Nee, leider nicht. Aber für Overkill kann man sie schon mal nehmen. Ja, du machst halt wirklich, musst halt auf den Kopf aim, aber da machst du auch wirklich halt One-Shot. Ich bin gespannt, ob wir es kriegen werden, weil ich weiß halt nicht, ob die zwei Bots dazu zählen. Nee, ich glaube weniger. Oder? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wir haben letztens das auch nicht bekommen, ne? Ja, das lag aber darin, dass wir laut Achievement hätten wir noch die Akimo-Waffen equipped haben müssen. Ja, deswegen. Deswegen weiß ich es halt nicht. Bekommt man es direkt bei der ersten Stone oder war Hobson? Breakout. Komplett, Taser, schnell. Ich verschieße gerade meine gesamte Muni. Oh. Nee, wirklich. Wie jetzt? Glaubst du, dass es, muss man die Mission, diese Mission nicht beenden, oder, inwiefern jetzt? Ja, Tag 1 beenden. Nee, komplett, komplett. Alle zwei Tage. Dann haben wir mal geübt. Ja, wenn man es jetzt verkackt, ziehen wir beim nächsten Mal immer zwei Noobs hinzu. Die können auch uns von mir aus in Kasten, die gehen da scheißig drauf, ganz ehrlich. Okay, dann gehe ich zum Auto, ich geh zum Auto. Die Golden AK ist schon mega geil. Ja, wenn du mit der klarkommst, muss man schon sagen. Scheiß OP. Ja, total easy. Ja, du musst ja vor. Musst dir halt vorstellen, früher konntest du halt ja noch nicht mit Grinder spielen. Also früher kann ich mir vorstellen, dass das hier echt ein Hammer-Achievement war. Ah, wobei, ich muss sagen, die Secondary ist ja richtig geil. Also sagen wir jetzt so, von der Nachladezeit her, okay. Aber von der Präzision? Oh, da wollte ich schon wieder Cloak ein. Ich hab gerade deinen Arsch gehört. Ah, gut, Prezi... was heißt Prezi? Genauigkeit, das heißt ja, mir fällt der Begriff jetzt nicht ein. Du weißt, dass das Ding so verzieht. Verzieht halt sau vom Rückstoß her, aber ansonsten geht der Scheiß eigentlich ganz klar. Rückstoß ist ganz okay. Ja. Bei der Secondary? Ja. Weil ich muss sagen, bei der Secondary muss ich. Ah! Hab schon. Okay. Snipers down. Ich muss zum Beispiel sagen, ich persönlich. Wenn man ist, muss man gewöhnt sein. Bei der Secondary. Ja. Passiert's. Ich muss sagen, wir marschieren ja für dieses Achievement eigentlich lockerer durch als auf Todesmut. Das ist witzig. Ja, Alter, wir können auch ohne Slits rumlaufen und trotzdem werden wir hier gewinnen. Ja. Wir haben ja noch unser Aim und unsere. So, also ganz ehrlich, selbst wenn wir nur ein paar Waffen nutzen würden, wir haben halt immer noch unser Aim bzw. unser Training. Also ich glaube, wenn jetzt hier vier Leute werden, die das Spiel, das wir halt kurze Zeit spielen würden, das verkacken. Da vorne ist Mr. Cloaker. Ich mach schon. Ja, ja. Ja, er hat mich. Shit. Okay. Bleib schnell. Jo. Ist easy.
Ja, gut, danke. Sehr leicht. Ja, ich muss sagen, ich spiele schon ein bisschen defensiv, aber, also, was heißt defensiv? Ich spiele ein bisschen. In Relation zu dem, wie ich sonst spiele, spiele ich ultra defensiv. Normalerweise pushe ich ja einfach nur das ganze Game durch, aber jetzt muss ich gerade echt sagen, na, es ist eine Umgewöhnung. Ich mach schon. Gut, wir müssen halt jetzt noch ein bisschen Glück haben, dass wir auf Anhieb den richtigen Raum finden, weil je länger der Sultan dauert, desto mehr Pech haben wir. Nimm mal den Typ da als Geisel. Ist da vorne, wird es nicht sein. Da vorne war es, glaube ich, sogar noch nie. Doch einmal, aber... Echt jetzt? Ich hatte hier noch nie. Es ist 98% immer sicher, dass es nie ist. Ist echt so. Außer du hast Glück, dann ist es für 2% immer das. Ganz ehrlich, ich knack einfach immer präventiv schon dieses Schloss. Einfach, weil ich immer wissen will, dass hier drin der Müll ist oder irgendwas. Ich persönlich denke, dass es diesmal oben ist. Keine Ahnung. Gut, Bonnie ist Custody, scheiß drauf. Someone is Custody. Das Wichtigste, was du noch wissen musst, wir dürfen, wenn wir das Achievement schaffen wollen, am Ende eines Tages nicht in Custody. Also wenn wir einen Tag abschließen, dürfen wir nicht in Custody sein. Na, Wanker. Okay, ich glaube, jedem okay ist das schnell. Nee, bei mir geht doch klar. Ja, bei mir vielleicht aber. Ach, du wirst, kommst du weg oder muss ich dir helfen? Nein, boah. Ah, nee, das ist Giro, warte, das ist. Warte, ja, okay, hab ich. Muss jetzt hier oben schnell knacken, bevor jetzt die anderen Kevins wieder angerondet kommen. Ich glaube, wir sollten das eigentlich ja, so mal mit. Jetzt dürfen wir uns eigentlich nicht mehr auf. Ach so, guck mal. Kannst du kurz die Geisel releasen? Dann kriegen wir Bonnie zurück. Geht gerade schlecht. Ja, komm mal, der Bane, jetzt halt dein Maul, ey. Ja, ich hab's. Sehr schön. Dann befreit du kurz unten die Hostage, ja, wenn du kannst, ansonsten verkämpf dich. Scheiß dann drauf. Oh ja, egal, ich habe eh noch genug HP. Ja. Aber mit Griner wirst du immer genügend HP haben. Wuhu! Bonnie ist zurück von Custody, yay! Aber ich glaube, Bots zählen nie wirklich mit. Ja, denke ich auch persönlich. Wir müssen, ganz ehrlich, lass doch nochmal das Birth of Sky probieren, aber diesmal benutzen wir auch die Akimbo-Waffen. Weil wir müssen ja nicht mal unbedingt benutzen, wir pushen ja sowieso easy durch. Gut. Ja. Geh runter mal zum Auto. Bollards sind so down. Ja. Wie konnte General McBadders bloß hier failen am ersten? Das ist ja mal hier, ne? Über easy. Gott. Alter, verreckt es mir. Gerade beim Lachen, beim Hochziehen dann. Verschluckt, ey. Lol. Okay, dann versteh's. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, wobei. Sag mal so, von deinem Leben her könnte es besser, von deiner Muni her könnte es besser laufen. Aber ansonsten. Scheiß drauf. Machen wir kurz ab. Wir sind eh durch. Boah, Alter, hier zu sterben ist richtig bitter. Ja, der Dose braucht der Inneweide. Au. Au. Gut. Nee. Hau rein. Hau rein. Ja. Okay, Tag 1 geschafft. Wow, oh, das war ja sowas von schwer. Ich krieg wahrscheinlich eh gleich wieder, weil wenn ich das jetzt weiß, ich nehme das ja gerade auf, wahrscheinlich flame ich jetzt gerade schon wieder die Zuschauer. Ey, du kannst nicht singen, du kannst das doch nicht. Mama, der kann nicht singen, der Spasti. Rein theoretisch hätte man das auch auf Projob machen können, das wäre witzig gewesen. Hast du es nicht auf Projob? Nee, ich hab auf normal. Wow, das ist ja total langweilig. Alter, es ist mein Geld, was dann verloren geht. Hostest du das nächste Mal die Lobby, okay? Dann können wir auf Projob machen. Also, ich hab kein Problem, wenn ich das Geld verliere. Ja, du nicht, ich schon! Meine Fresse, ey, verlierst du halt ein paar Millionen. Ja, aber bei dir ist es ja egal, ich brauch die Mille ja noch zum Leveln. Ich verliere ja wieder mein gesamtes Offshore-Geld. Ja, wow, das ist jetzt das letzte Mal, dass du für Geld leveln musst schon. Ja, gerade deswegen. Jetzt kann ich es halt noch nicht machen. Wollen wir, wo gehen wir hin? Weil ich denke mal, hier sollten wir echt ein bisschen defensiver spielen.
Gönn dir mal eine Keycard, mach mal hier links den Raum auf. Ja, mach hier auf. Für Munition würde ich eher sagen. Ich würde eher für Metz sagen. Mach lieber, komm, scheiß drauf, mach hier auf. Ja, komm. Weil dann können wir auch hier die Geiseln reinbringen. Obwohl, es gibt ja insgesamt 4 Karten eigentlich. Jetzt, Alter. Der Typ ist so dumm, die Treppe hochzugehen. Hallo, kommst du jetzt? Alter, das kann meine... Schwester, das kann mein Cousin und der ist 5 Jahre alt. Der kann Treppen hochgehen und der nicht. Warte mal, ich mach den Munition drauf auf. Ja, ja. Nein. Okay, komm rein. Komm, ja, rein ins... Guck mal, hier ist eine Barre, da kannst du dir gemütlich machen. Na, dann halt doch nicht. Munitionsraum. Munitionsraum bedürfte entweder oben oder unten sein. Rechte Seite. Da ist keins. Wow, also... So schwer ist der Scheiß jetzt auch nicht, also muss ich zugeben. Na, sagen wir es so, wir müssen es wie General McBattersman und ohne Grinder spielen. Weil Grinder ist hier echt schon die Mega-Hilfe. Weil die ganzen alten Achievements sind ja darauf ausgelegt, dass du ohne Grinder spielst. Und ohne ist das echt eine Herausforderung, das muss man ehrlich sagen. Scheiß drauf. Aber wir können ja gleich suchen. Aber lass erstmal die Power wieder anbringen. Keiner von uns verteidigt gerade. Ja, irgendwie schon. Okay. Oh, mein Lieblings-CV ist hier wieder. Guck mal. Gut. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir pushen das gerade schon zu zweit ganz gut durch. Ja, das ist so lange die Karte, solange ich den Munitionsraum nicht finde. Ganz ehrlich, dann behalte die lieber fürs Ende auf, weil am Ende beim Final Assault wäre schon ganz geil, wenn wir dann schnell weg können. Nicht, dass ich jetzt was dagegen hätte zu warten, aber an sich... Wenn wir ein bisschen gut spielen, also im Wechsel zwischen Main und Secondary, dürften wir das eigentlich durchcarryen können. Granata! Gut. Dann lass spazieren. Ja, aber ernsthaft, ist echt leicht. Grinder macht es wirklich viel zu leicht. Grinder pusht das. Ich sag dir, ich verstehe gar nicht, wie wir zu dumm dazu sind. Oh nein! Oh! Oh! Da hat gerade ein Cloaker mir gegenüber gestanden. Ohne Scheiß, wenn wir mal eine Challenge machen, können wir es ja mal so wie der liebe McBadass machen und zwar mit 4 Spielern und so. Aber dafür ohne Grinder, weil ohne Grinder ist das Ding hier die Überherausforderung. Aber mit Grinder, ja, gut. Pushen wir mal halt schnell durch. Egal, machen wir jetzt. Machen wir. Ich mochte nie wirklich die goldene AK. Echt nicht? So. Ich muss sagen, an sich... Finde ich sie gar nicht so scheiße, aber ist halt ungeeignet für Deathwish. Ja. Weil der halt wirklich kaum in ein gutes Bild reinpasst. Die macht so schon gut Damage, aber an sich finde ich, gibt es da bessere Waffen. Halt benutze ich eh nur Granatenwerfer und die OP-Pistole. Ja, mache ich inzwischen auch nur noch. Wenn du dazu ein richtiges Skillset hast, dann könntest du mit dem, also ganz ehrlich, mit dem Set, was wir jetzt haben und einem guten Team, könnten wir auch mal langsam anfangen auf Todesmut durch... zu pushen. Ja, so viel zum Thema gutes Aim, ne? Eigentlich heißt es eher Todesmut. Also Deathwish. Ja. Irgendwie, deutsche Übersetzung ist, glaube ich, sogar Todesmut. Aber ich hab die andere Keycard gefunden. Nice, E2. Nice. Leute, ich komme. Okay. Ja, geil. Erstmal wieder rausfinden. Okay, wo sind die Keycards? Ja. Ah, wollen wir den Drill benutzen oder wollen wir noch die 40 Sekunden? Ja, geil.
Wollen wir die Keycard benutzen oder ich werde noch 40 Sekunden warten? Und ich wurde komplett geflasht. Warten wir jetzt halt einfach. Scheiß drauf. Halleluja, bist du lang geflasht, ey. Ich vergaß das bereits. Boah, der wollte schon wieder losklokern, ey. Gut, also ich glaube, mein Lieblings-TV ist jetzt weg. Also. Ja, gut, 10 Sekunden passt. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist die Chicago Type Rider Submachine Gun quasi wie die goldene AK, nur halt mit weniger Damage und mehr Muni. Weil an sich verzieht zu viel, hat aber auch schon guten Damage, hat auch viele Magger, haut eigentlich auch schon rein. Okay. Okay. Du machst. Okay. Glück. Glück und ich. Das ist ein Oxymoron, Alter. Geh mir bloß nicht recken, Alter. Alles easy. Alles easy. Ja, also das ist ja das gar nicht. Ohne Skill kommen wir hier leicht durch. Weißt du? Und die meisten Leute, die Level 100 waren in Famous 3, die da hatten die Probleme gehabt mit Skill. Ja, die haben mit Skill den ganzen Job verkackt. Das ist so traurig. Machen das mit einer, okay, AK-Rifle ist zwar mega geil. Aber man sagen muss, wir haben es uns gut gemoddet, also ohne Mods kann ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen härter wäre. Ja, aber ernsthaft, die hatten Double Deagle gehabt, also die Zweierwaffen. Pistole. Der andere hatte Granatenwerfer. Und der eine war sogar noch am Ende mal ein Custody, glaube ich. Ja, aber ich weiß, was ich nicht verstehe. Laufen auch ohne Rüstung auch rum. Naja, Grinder? Hatten die das? Nur so als Frage. Ja, die hatten auch Grinder. Oh, hör nicht auf den Sack, ey, mein Gott. Ja, ja, ja. Weißt du, der ist wie mein Geschichtslehrer, der muss mir auch noch mal ins Gesicht drücken, dass ich in der Hausaufgabe die einzige 2 aus der gesamten Klasse hatte. Mein Gott, jetzt mach endlich Eier, ey. Boah. Da kommt Luft aus dem Haken. Geh da mal runter, ich erschieß den gleich. Bitte lass das jetzt den richtigen Scheißfakt sein. Ohne Scheiß, das ist für mich das Schlimmste, wenn wir hierher müssen, weil es immer dieses Raten ist. Deswegen hast boah, fick dich, Spiel! Lass mich mal, lass mich mal, lass mich mal. Komm mal weg, komm mal weg. Was denn? Lass mich mal. Nee, ich... Das ist das Richtige, ich spür's. Ich spür's in meinen Knochen, das ist es. Ich hab ein gutes Gefühl jetzt. Also, wenn es meins ist. Dann hätten wir gerade bei einer Chance von 1 zu 1,5, 1,4 sind, warte mal, also sind 1/20, sind 1/60. Das heißt, wir haben gerade wieder diesen geilen Fall von. Nee, kann man überhaupt so rechnen? Ist egal, jedenfalls, es gibt insgesamt 5 Cases und eins davon ist das du Richtige. Sagst, du bist gute Mathe. Ja. Ja, aber nicht schätzen. Das, was heißt der Schätzen? Ich wollte es gerade mathematisch ausrechnen, aber ich will mich jetzt nur konzentrieren. Yes, 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 ich wusste es. Ich hatte es im Urin. Ich hatte es im Urin. Ja? Ja, weil das auch wieder der vorletzte war, aber auch egal. Also die Chance. Nee, aber generell die Chance, dass bei 5 Teilen es genau das letzte ist, liegt eigentlich bei 1 zu 120. Rein mathematisch gesehen. Natürlich wissen wir, dass die Praxis komplett anders ist, denn ich krieg das fast immer hin, dass es das letzte ist. Das hat nichts mit Mathe zu tun. Doch? Schätzen hat nie was mit Mathe zu tun. Was heißt der Schätzen? Das geht so vom mathematischen Sinne aus. Das ist ja der theoretische Fall. Der praktische Fall ist ja wieder was anderes. Nein, das hat gar nichts damit. Doch? Da was irgendwelchen Müll sagst, dass das dass irgendwas mit Prozent und fertig. Das hat nichts mit Mathe zu tun. Ey, das ist gemein. Ich weiß, wovon ich rede. Alter, ohne Scheiß, das ist doch wirklich so. Die Chance, dass das fünfte Mal das letzte ist, ist 1 zu 120.
ich wette, dein Mitschüler sagen, wenn mir selber zu direkt geht. Nein! Das hat was. Junge, das ist meine. Das ist reine Mathematik! Das ist Mathematik, Alter! Alles ist Mathematik! Nein. Pass auf, ich kann dir, pass auf, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn wir jetzt Meth. Wenn wir jetzt Meth kochen gehen, ja? Und ich dann einfach random die Zutaten reinhaue, dann ist das auch Mathematik. Dann habe ich eine relative Chance von 1/6, dass ich auf Anhieb dass die gesamte Zutatenliste nur beim Raten richtig mache. Hast du den Zufall überlassen, nicht das Mathe. Ja, aber das ist doch die Berechnung des Zufalls, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Nein, das hat doch immer noch nichts mit Mathe. Doch! Nein! Doch! Nein. Junge! Nein. Boah, Gott, Alter. Das ist doch... Nee, Alter. Nee, ganz ehrlich, nein. Ich argumentiere nicht mehr. Ich gebe auf. Ja, du hast gewonnen, es hat nichts mit Mathe zu tun, bla bla bla. Ja, siehst du, Jan weiß besser. Jan weiß nicht. Dann erklärt die Welt. holen wir kurz Captain Faggot? Wenn du richtig mal Granaten werfen kannst, dann nein. Werf ich doch! Einmal Mitte und nochmal Mitte. Oh, hey, ich hab diesmal richtig getroffen. Und drauf auf mich zu werfen. Ich werf nicht auf dich. Hast du wohl. Ja, aber du bist reingerannt. Ich bin reingerannt. Ja, doch. Jetzt kommst du wieder mit den Prozentzahlen. Ganz sicher. Nee, das ist kein... Junge, das ist keine Mathematik. Ah, guck mal, Captain Faggot ist weg. Natürlich hat das mit was mit Mathe. Nein! Für den Scheiße. Das hat wiederum nichts mit Mathe zu tun. Komm, ganz ehrlich, use doch die Keycard. Danach. Ach so, wo willst du da die Keycard reinschieben? Das habe ich mir gerade auch gedacht. Schau, jetzt schau die Tür an. Wo willst du da die Keycard rein? Ja, ist ja gut, ich revidiere meine Aussage, ey. Jetzt kommt wieder mit Mathe. Nein! Jetzt halt mal, Alter, nee. Das ist keine Mathematik! Doch. Nein! Doch. Nein! Doch. Nein! Warum hat das jetzt mit Mathe zu tun? Weil das kein... Junge, Mathe... Okay. Ja, du kennst dich doch gerade mit Mathe sehr gut aus, ja? Dann erzähl mal, wie viel Prozent wir das richtig bekommen. Wenn ich wüsste, wie viele Saaten, wie viele... wie oft wir... Wie viele... Nochmal. Wenn ich wüsste, wie viele verschiedene Möglichkeiten wir haben, könnte ich dir es ausrechnen. Warte mal, 2... Warte mal, 4... 6... Ne, warte mal, 4... 8... 6... Ne, 4, 8, 12... 14... 16... 18... also die Chance liegt bei 1 zu 18. Das hier auf, ist insgesamt so. Leute, der Klucker lebt ja immer noch. Okay, geht los. Meine Güte, Jan. Oh Mann, ey, das ist gerade so ein Gelapp, ey. Oh, Sniper. Oh. Wie viel Prozent hat es wohl Chance, dass hier ein Sniper ist? Hm? Boah, ja, jetzt halt dein Maul. Oh Gott. Ah, gut. Nein, nein. Oh, Sniper. Wie viel Prozent ist da hier, dass hier ein Sniper kommt? Warte, ich schieße, ich leg das Feuer auf mich. Ja, da bin ich down, da bin du down, da mach ich wieder alles. Und, Siehst du, Dragon ist down. Wie viel Prozent war das nicht vor? Junge, was willst du jetzt mit der prozentualen Chance? Das war völlig anderes. Ja, okay, dann Schätzung. Okay, dann Schätzung. Ja, Schätzen ist wiederum Mathematik. Das ist keine Schätzung, das ist einfach nur ein Fakt. Die KI ist down, Punkt. Nein, das hat nichts damit zu tun. Das hat alles mit mathematischen Dingen zu tun. Nein! Das macht jetzt gerade alles wieder komplizierter. Nein! Doch, das ist alles kompliziert. Das hat mit Prozentzahlen zu tun. Gut, dann sage ich dir die Chance, dass Dragon jetzt in Custody geht, wenn wir ihm nicht aufhelfen, liegt bei 100%. Ja, das hat alles mit mathematischen Zahlen zu tun. Wie viel Prozent ist die Chance, dass ein Bot down geht, hä? Sag es mir, wie viel Prozent, Komma, Strich, Minus, mal geteilt. Woher soll ich das wissen? Ja,
Das musst du wissen, bist Mathe Genie. Hey, komm, du bist den ASM. Ja! Alter! Da draußen sind gerade 10 Gegner. Oh Gott! Okay, hier, mach mal. Und jetzt kommen sie gerade alle runtergejumpt. Oh Mann, Jan, ey. Aber jetzt hatten wir auch eine schöne anregende Diskussion im Let's Play. Ohne Scheiß, das finde ich, soll ich sagen, das liebe ich am Let's Play. Die Disco. Geflasht. Die Diskussionen sind komplett ungezwungen und alles. Und wir haben also ganz ehrlich, das ist sowas, wir haben die Zuschauer gerade nicht auf Krampf unterhalten. Wir hatten ein völlig normales Gespräch, wie es auch außerhalb des Let's Plays hätte stattfinden können. Ja. Was? Hostage Trade? Wir haben eine Hostage? Ja, das habe ich doch schon gesagt. Oh! Au! Hab ihn. Okay, warte mal, wir müssen jetzt zum Diri. Gehst du? Oder so? Ne, wir gehen ja beide. Warte. Jetzt sollen beide hin. Ja. Go, go. Oh, Sniper. Hast du? Okay. Ich glaube, ich werde so eine Achievement Playlist machen. Da kann ich das ja gleich als Paradebeispiel reinhauen. Echt? Stirbst du jetzt mal? Stechen erspart. Ui, das sind einige. Oh nein, oh nein, oh nein, der pusht mich. Okay. Okay. Oh nein! Civilian ist weg! Shit. Da ist der Hund drauf. Ja, komm. Das kann ich gleich etwas erzählen, was mir noch Simon erzählt hat. Simon meinte, das Passwort ist eine Hommage an... Wie heißen sie? An Kittles? Nee, Skittles, Skittles. An Skittles. Diese Dinge hier, Taste Rainbow, weil die Entwickler das anscheinend so sehr feiern. Muss ich sagen, ich persönlich feiere das auch total. Ey, für alle, die das Video bis hier geschaut haben, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch Skittles mögt. Oder ob ihr eher so seid, so... Nee, eher Mauern, ja, so das Smart ist, aber... Also, ich will ja nicht sagen, ne? Also, ich... Kein Hate, aber... Scheiße, schmeckt mir kein bisschen. Das ist viel zu süß. Das ist meine Meinung. Eine Frage, trinkst du eigentlich Energies? Ja, ne? Trinkst du... Wie heißt das? Oh Gott. Dieses... Jetzt werden sich so viele in die Kommentare schreiben. Ja, wenn du auch nicht viel Süßes isst. Alter, als ob ich, Junge, als ob ich Kommentare kriege. Ich krieg meine 20 Klicks pro Video und das war's. Der einzige, der auch regelmäßig wieder meine Videos kommentiert, ist mein Schulkamerad. Oh, Alter, Dragan ist schon wieder da. Und was kann dieser Schwuchtel eigentlich? Hab mich da gerade ein Klocker angeschimmelt? Okay. Wer von uns beiden dann den Server? Okay, dann musst du mich aber durchcarryen. Ah. Ja, bin da. Egal, ich weiß auf Support. Oi! Herrde! Hilfe! Taser! Danke. What? Oh shit. Verdammt. Ich bin gerade out of Muni auf meiner Main. Boah, ich bin so arschlangsam. Das ist so schlimm, ne? Wenn du dich normalerweise so geskillt hast, so auf deinen Skillsets. Vor allem, mir fällt gerade ein, ne? Ich habe in meinem momentanigen Skill- und Perk-Set, was heißt der, kein einziges Stealth-Set ausgewählt. Ich habe nur, ich habe Mastermind, ich habe Deathwish und dann habe ich noch einmal Enforcer. Aber das war's, lol. Nein! Oh, oh geil, er ist daneben gejumpt. Da soll es auch ein Achievement geben. Lass den Cloaker daneben springen. Irgendwie sowas. Ja. Ich weiß, wie das heißt. Better luck next. Das Achievement heißt Better luck next time. Ihr Entwickler, schneidet euch mal hier eine Scheibe von mir ab. Ich entwerfe euch die Achievements. Bitte, das Spiel so Penisse.
Penissen. Nee, dann ist der Cloaker da und hat so Fragezeichen um den Kopf. Penis. Ja, oder auch ein Penis. Gut, Alter, gleich geht der Final Assault los. Wir brauchen wir noch. 30. Na komm. Oh, ah, da hinten. Ich geh kurz. Oh, Sniper. Warum gehst du auch alleine wieder los? Okay. Halt auch. Gut, doof. Ich bin so straut auf, ne? Equipe mein Ammo. Das hat sich nicht gut angehört, dass da gerade was gesprengt wurde. Ist ein Dozer da? Okay. Ist das doch. Ja, passt. Selbst wenn wir in ein paar Minuten eh weg. Ja. Fox. Oi. Fox. Die Fresse, ich hab hoch zu aim. Okay. Go, go. Nein! Er hat mich. Er hat mich. Dieser scheiß Arsch, ne? Komm, jetzt hilf Dragan! Okay, Dragan. Dragan hilft mir auf. Teufelsband hat mich gerade voll gespammt. Ich wurde gerade auch voll gespammt. Okay, da war es wohl auf Main Chat. Ich glaube, da haben die gerade wieder Werbung für den einen bei uns gemacht, der streamt. Aber meine Empfehlung, schaut nicht rein, der Junge ist ein Hurensohn, Punkt. Ich werde okay. Arschlangsam. Ja, passt, passt, passt. Nichts passt, ich bin arschlangsam, ich bin fett. Mama, ich bin fett. Mama, Schüssel. Oh, ist unten ist ein Sniper. Oh, Sniper, es sollen die eigentlich oben stehen. Aber wenn es bis zu mir schaffst, dann ne, bist du safe. Ich bin nicht komm. Safe. Danke. Deine Hilfe. Deine Kooperation. Für deine Kooperation. Ey, wenn wir jetzt wegen dir sterben. Was willst du von mir? Wir schaffen das doch easy. Jetzt schau mal, da vorne ist ein Gegner, der könnte jeden Moment uns killen. Oh, jetzt wurde ich nochmal schön geflasht. Siehst du jetzt? Links, stopp, stopp, links, 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 links! Jetzt, jetzt hau die scheiß Keycard da rein! Ja, warte. Ich muss den Gegner killen. Ja, Alter! Bist du, jetzt nicht du bist schon voll Idiot! Alter Jan! Egal, Bot hilf. Hilf mir, Bot. Bitte, hau die scheiß Keycard rein, bitte. Ich will den. Das Shield kommt, das Shield kommt, das Shield kommt, das Shield kommt. Wir helfen dir gerade zu dritt auf, bitte. Hau die Keycard rein. Oh. Gott. Jetzt habe ich gerade nochmal echt richtig Schiss gehabt, ey. Warte mal, ich hab oben was vergessen. Jan, bitte komm, jetzt vergiss beim nächsten Mal einen Kasten, die. Nein. Ich könnte noch einmal down gehen. Warte mal. Vorher, bitte. Komm, jetzt hör auf. Streckt das Let's Play nicht auch noch künstlich, ey. Okay, warte. Warte mal, ich muss vor Weitem werfen. Der ist nicht geschafft, Alter. Ich möchte... Das nicht. Nein, ich wollte... Woo! Hauze. Yes! Da ist es. Tabula Rasa. Oh, yes, yes, yes. Wow, das war zu leicht. Ist echt so. Gut dann Leute, das war's von mir. Das war das Tabula Rasa Achievement. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wem es gefallen hat, gebt ruhig einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr mehr von diesem Let's Play sehen wollt, lasst doch ein Abo da, dann weiß ich Bescheid, dass es euch gefällt. Und bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ich hab meine Lippe warm.